Ja, hallo, es ist die Adventzeit und darum möchte ich mal zeigen, wie mein Advent ganz bin. Es ist so die letzte Arbeit im Jahr für einen Gärtner. Man braucht dazu einen Plastikreifen oder man kann einen Strohreifen nehmen, auf dem was man das Reisig draufbindet. Man braucht dazu einen Wickelgrat, das ist ein Blaudraht, das so ein Sprühen um ist. Und man braucht dazu einen Tannenreisig. Oder was man nehmen will. Ich mache da also einen gemischten. Das heißt, da ist ein Tannenreisig dabei, das haben wir vor 2 Wochen, es ist ein mondgeschlägertes Tannenreisig, also um den 11. Vollmond, wenn ich ihn zunehme, ist es die beste Zeit, dass man es schlägert, weil es dann die Nadel nicht so stark verliert. Dann habe ich da dabei einen Efeu zum Beispiel und was für Schwarzbeerstauner. Man richtet das, bevor man zum Binden fängt, einfach alles her, dass man vor die Tannenzweige schneidet man sich einfach die Spitzen runter, die schönsten, was man braucht. Und legt es da vor sich hin. Doch den Schwarzbeersachen kann man auch immer so was schneiden. Das schneiden wir alles so zusammen. Was einem gefällt, man kann da komplett kreativ sein. Da haben wir zum Beispiel was für einen Ziehapfelbaum. Mal 3, 4. Dann nimmt man mal den Reifen her. Und von daher, dass man da mal ein bisschen gerade umwickelt. Weil der Vorteil ist, wenn man einen Strohreifen hat, zum Beispiel, dass man nicht so viel Reisig hat. Wenn man das Reisig kaufen muss, also ist es vielleicht besser, wenn man einen Strohreifen nimmt. Aber so fängt man so mal an, dass der da kalt. Man nimmt da die einzelnen Zweige, legt quasi eins immer auf der Seite, eins in die Mitte, eins auf diese Seite. Dann dreht man den Draht einmal ganz knapp da herbei rum. Das ist schön dichter, sonst kriegt man da Löcher. Und gibt dann einen Ast, der auch nicht so schön ist, auf die Rückseite. Und dann dreht man wieder rum und das Ganze fängt wieder von vorne an. Dann kann man auch sowas erzeugen, wenn man will. Das ist ein Schwarzbeerstaun oder eben so Äste von irgendwas. Dann ein Struktur, ein wenig Lehm. So, wir kommen jetzt zum Schluss. Der ist auch ganz wichtig, dass der ganz dann schön wird. Man sieht, er ist jetzt rundherum schön gebunden. Es sind nirgends Löcher. Aber zum Schluss ist es immer schwierig, dass dann da ein Loch entsteht und dass man das sieht. Darum haben wir da am Anfang das schöne Reisig genommen. Das taucht man da jetzt auf die Seiten. Und hält sich da mit der Hand zurück und dann kann man da wieder reinschlichten. Die Runden geht nur wunderbar schön und leicht. Da sucht man dann einfach auch wieder schönes Reisig aus. Und man sagt immer, schau, dass man da weiter zuüberkommt. Und je weiter man zuüberkommt, desto besser ist das nachher, dass man gar nichts sieht für den Abschluss. Dann weiß man nicht mehr, wo der Kranz anfängt und wer aufhört. Dann müssen wir uns noch ein paar Mal umbinden. Da wird es schon dichter. So, jetzt gehen wir nochmal einen Runden rum. Da müssen wir es immer wieder auf Seiten legen. Jetzt geht man genau da ein Astel rein. Da eins rein. Da haben wir auch noch ein bisschen Loch, das sieht man. Da steckt man noch so rein. Dann dreht man da nochmal herum. Ganz hinbei. So, haben wir gut abgezogen, dann dreht man den Kranz rum. Das ist jetzt die Rückseite. Zieht den Draht ab und steckt ihn da rein, wo der andere Draht ist, damit er nicht aufgehen kann. Dann kann man noch ein bisschen. Dann dreht man um, ist dann rund. Irgendwas zu lang ist, kann man so wegschneiden. Und schon hat man einen wunderschönen Kranz. Den kann man jetzt noch dekorieren mit den 4 Kerzen, man kann noch ein paar Zipfen reingeben.
kann man seinen kreativ freien Lauf lassen mit Wurzeln, mit Äpfeln, was man will, kann man draufgeben. Hat den wunderschönen frisch gefundenen Adventkranz.